So, liebe Leute, jetzt kommt der schöne Teil, denn jetzt geht's noch kurz ins Solarium. Das gehört auch dazu, oder? Ja, ein bisschen Entspannung muss sein. Weil die Muskelbrotze sind ja immer auch so schön braun, ja, und so. Die Muskulatur sieht halt ein bisschen brauner besser aus. Und vor allem, wir haben jetzt natürlich ein Spezialsolarium. Das ist so ähnlich im Kino. Das ist das sogenannte Kuschelsolarium, wo man von weit rein kann. Was ist das denn? Du hast gesagt, du willst in mir ein Solarium. Hast du gesagt? Ja, aber das war doch nicht gemeint mit... Das nicht in eine Kabine? Nein. Also oh, habe ich hier falsch verstanden. Du bist furchtbar leid. Leute, eigentlich wollte ich mich nur kurz beim Essen wieder melden, aber ich muss jetzt mal, der Andreas, der spinnt hier. Wir haben hier oben, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, ich versuche das mal ganz kurz hier zu filmen. Da ist alles voll mit Pokalen. Wie viel sind es, Andreas? Ich habe sie noch nicht alle gezählt, aber ich schätze so zwischen 130 und 140. Gibt's das? Wo ist das in Karlsruhe, sind wir jetzt gerade? Karlsruhe, Durlach. Und da kann man bei dir auch reinkommen, ne? Ganz normale Öffnungszeiten. Ganz normale Öffnungszeiten, 10 bis 13, 15 bis 15. Also wenn ihr Mr. Sparta mal live sehen wollt, ne, kommt er vorbei. Das ist ja Wahnsinn, Alter, was da alles... So, jetzt gehen wir aber essen. So, dann sind wir jetzt endlich beim Essen angekommen. Bitte nicht wundern, wir haben im Hintergrund natürlich ein paar Geräusche jetzt, ja, weil es eine... öffentliche Gaststätte, eine Burgerbar oder was ist das? Das ist, nennt sich Pratar, Feuer, Wasser, Erde. Mhm. Die arbeiten mit regionaler Kost, das heißt, sie kaufen ihre Nahrungsmittel, was sie hier verwerten, regional ein. Und die sind so, dass du natürlich auch, wie jetzt hier, so gewisse Dinge selbst gestalten kannst. Wir essen meistens Burger kennt jeder, Burger isst gern jeder. Problem am Burger ist in der Regel nicht der Burger selber, nicht das Fleisch in der Regel, sondern das Brot drum, die Soßen drauf, die Beilagen, die Pommes, das ganze Zeug drumherum. Guter Burger kann man auch zu Hause machen, ist auch kein Problem. Und somit hier haben wir die Möglichkeit, eben zum Beispiel Low Carb Burger zu essen. Ja. Low Carb ist zwischenzeitlich schon ein Name, kennen schon viele. Einfach weniger zuckerlastige Kost. Okay. Das heißt nicht No Carb, dass man gar keine Kohlenhydrate isst, aber weniger. Und hier kann man sich so selber zusammenstellen, das heißt zwischen 150... Wir essen aber den Burger ohne Brot. Wir essen jetzt ohne Brot. Weil das Brot muss ich nicht unbedingt haben zum Burger. Wenn ich da eine schöne Portion Fleisch habe, schöne Portion Gemüse dazu, für was brauche ich das Brot? Weil ich es gewöhnt bin vielleicht. Aber man muss es nicht haben. Und siehst ja, hier kann man zusammenstellen, wie eigentlich jeder Gastronomie auch. Klar, die meisten Menschen sind natürlich eben so und sagen, ich esse das, was da draufsteht, aber ich kann jeder Gastronomie das bestellen, was ich will. Ja. Ich muss keinen Rumpsteak mit Pommes oder mit Kroketten bestellen, sondern ich kann sagen, wissen Sie was, ich hätte schon gern Rumpsteak, auch mit Kräuterbutter drauf, aber bitte mit einem schönen Salat, mit schönem Gemüse. Okay. Kann man sich überall raussuchen, ich mache es immer so, ich gehe rein und sage, wissen Sie was, ich hätte gern anstatt dem Reis oder den Kroketten, was dabei ist, lieber eine größere Portion Gemüse. Punkt, Schluss. Gut, jetzt haben wir ja bestellt, jetzt mal davon abgesehen, weil ja nicht jeder in so eine Burgerbar geht. Jetzt gehen wir mal in den Alltag. Ja? Ja. Das bedeutet, wir haben Hunger, wir sind irgendwo unterwegs. Was flach fällt, wahrscheinlich McDonald's, richtig? Gut, komplett. Kentucky Fried Chicken und das Ganze, was da gibt. Nordsee. Nordsee wäre eine Option. Halt, ne? Nordsee wäre eine Option gut, zum Beispiel. Ich mag keinen Fisch jetzt. Das heißt, ich gehe jetzt irgendwo in ein Restaurant. Weißt du, wer unsere besten Freunde sind? Die Türken. Die haben ein schönes Kebab, ein frisches, schönes, gelegtes. Nicht dieser, nicht dieser Klumpen da, sondern dieses gelegte, das richtig original Döner-Kebab, wo Fleischfladen miteinander liegen. Das zum Beispiel, die haben einen super geilen Salat. Schon mal die Auswahl gesehen, einen geilen Salat. Einen schönen Salat dazu, von mir aus auch noch, die haben einen schönen Reis. Muss ich da beim Salat auf irgendwas achten, wenn ich jetzt im Restaurant bin, mit dem Dressing irgendwie? Oder? Also an dem steht es und fällt es nicht. In der Regel ist am besten gar kein Dressing, sondern Essig und Öl. Gutes kaltgepresstes Öl, guten Essig dazu. Was heißt Fitnesssalat? Die gibt es ja immer wieder. Fitnesssalat steht Fitness. Fitness oder? Steht nur der Überbegriff, weil jeder weiß, oh, das ist Salat, der könnte für meine Fitness gut sein. Das ist einfach, weil er natürlich weniger Energie beinhaltet. Der Fitnesssalat ist meistens grüner Salat in allen Varianten mit Hähnchenfleisch oder auch mal mit Rinderfleisch dazu. Das wäre doch eine Lösung. Das heißt, ist auch eine Lösung. Wenn man jetzt hier unterwegs ist, ne, und irgendwo essen geht, anstatt Pommes einfach mal einen Fitnesssalat. Zum Beispiel. Oder einfach mal anstatt eben das Rumpsteak immer mit den typischen Pommes zu essen, eine Portion Gemüse dazu. Kriegst du in jedem Laden. Schöne große Portion Gemüse, schön angemacht.
Aber man kann ja auch, wenn man essen geht, auch bewusst sich seine Läden dann mal raussuchen, wo man sagt, so wie wir hier, wir sind hier den gezielt angesteuert, wo man sagt, das ist gut jetzt, da kriegt man auch ein bisschen, kann man was zusammenstellen und so weiter. Was auch immer eine Option ist, grundsätzlich ist asiatisches Essen. Okay. Wenn ich zum Asiaten gehe, das kennst du von zu Hause, besser kannst du nicht essen. Mhm. Die haben in der Regel immer einen hohen Gemüseanteil, die haben auch einen Fisch- oder einen Fleischanteil mit dabei. Und haben natürlich in der Regel auch nicht diese fetten Soßen mit dabei. Und auch dort kann ich mir natürlich raussuchen, was ich tatsächlich möchte. Cool. Andreas, ich habe jetzt noch ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Diese Fragen sind jetzt wirklich querbeet gestellt. Das ist quasi so unser Abschluss für diese Filmreihe. Und diese Fragen gehen jetzt auch sehr durcheinander. Die sind bei mir so im Laufe des Tages entstanden. Und ich hoffe, dass ich mit den Fragen, die ich jetzt stelle, auch euch da draußen erreiche, Fragen, die euch auch interessieren, wo ihr sagt, genau, das interessiert mich jetzt. Und ich fange mal ganz oben an. Wie gesagt, geht völlig durcheinander. Du darfst jetzt nur ein Wort sagen. Okay. Ein Satz, okay. Auch nichts erklären, okay. Ein Wort. Wie kommt man am schnellsten zu seinem Traumkörper? Über die Küche. Küche. Küche ist das Wort. Küche. Also Küche, Ernährung. Küche, das ganz wär, klar. Okay, alles klar. Dann die nächste Frage ist, heutzutage ist ja alles Social Media lastig und Mobile Devices, ja. Diese ganzen Fitness-Apps, die es gibt, 7-Minuten-Programme, zu Hause und so weiter. Ist es, ich weiß, du bist jetzt Personal-Trainer, aber ist sowas okay oder... Ah, ich habe schon, kriege ich nicht dazu, dass du sagst, schlecht ist es nicht, nehmen macht's. Meinst du, es kostet 1,50 Euro? Ja, ich Übungen. Zum Einstieg okay. Also es werden auch Übungen vorgemacht und ich denke, die sind schon technisch korrekt. Also von den, davon gehe ich aus. Das ist die Grundvoraussetzung, dass ich sowas überhaupt online stelle. Ja. Aber zum Einstieg okay. Für den einen oder anderen sogar perfekt. Mhm. Aber zum Einstieg würde ich sagen, ja. Aber du sagst halt, 7 Minuten pro Tag bringen halt auch nicht viel. Ne? Es ist fürs Gewissen mehr, oder? Das ist richtig. Und damit man eine App verkauft. Okay, alles klar. Also gut, ist nicht so ganz angekommen. Wiegen. So, jetzt gucken wir natürlich immer wieder auf unser Gewicht. Ne? Und wir interessieren uns, was wir wiegen. Sollen wir uns morgens oder abends wiegen? Ich habe gemerkt, morgens bin ich irgendwie leichter. Warum? Das ist klar. Du hast natürlich erstmal deine Morgentoilette hinter dir, warst vielleicht nachts nochmal draußen. Genau. Hast nachts über den Körper und über den Atem Flüssigkeit verloren. Okay. Und somit hast du in der Regel morgens ein Kilo, teilweise bis zu 1,5 Kilo, manche sogar 2 Kilo weniger. Krass. Und somit, wenn ich mich wiege, dann bitte, alle 8 bis 10 Tage sind ausreichend. Ich muss mich nicht jeden Morgen wiegen. Ach so, ja, aber ich wiege mich auch jeden Morgen, um zu sehen, aber manchmal mehr, manchmal weniger, es pendelt, ne? Ja, klar, du hast eine Gewichtsschwankung, 500 Gramm, 700 Gramm, 800 Gramm, manchmal ein Kilo. Deswegen reicht, alle 8 bis 10 Tage aufschreiben, morgens machen, gleicher Zeitpunkt morgens, ja, nicht abends um 10, nach dem Aufstehen, gleichen Abend davor ähnliche Verhältnisse gehabt am Abend und dann legst du eine Verlaufskurve an, fertig. Okay, alles klar, cool. Dann habe ich... Nochmal sowas, was man oft draußen hört. Wie viel Kilo pro Monat abnehmen? Ein Kilo oder sagen wir mal, ein Kilo pro Woche, ist das realistisch? Oder wo du sagst, oh, das ist schon schnell und wahrscheinlich geht es auch am Anfang schneller? Oder genau. Gibt es so ein, wo du sagst, wenn du pro Monat so und so viel Kilo abnimmst, dann ist das schon mal so ein guter Durchschnitt. Was gehen wir mal von der Woche aus. 500 Gramm in der Woche ist ein Durchschnittswert, Pauschalwert. Also 2 Kilo Im Monat, genau. Das ist ein Pauschalwert. Wenn einer kommt mit 150 Kilo, der kann auch 4, 5 Kilo abnehmen. Mhm. Kommt aber jetzt eine Frau und hat 62 Kilo, da ist natürlich auch weniger. Kommt immer darauf an, was du an Masse mitbringst. Mhm. Aber sag mal, ein Durchschnittswert von 500 Gramm ist legitim, passt in der Woche. Am Anfang geht es wahrscheinlich schneller, ne? Weil du natürlich auch Wasser verlierst, der Glykogenspeicher, Zuckerspeicher kleiner werden, dadurch am Anfang mal Wasser flöten. Deswegen machen auch so kurzfristige Maßnahmen, so 14-Tages-Kuren, das ist ja völliger Unsinn. Ja, ja, ist ja nichts Langfristiges. Nee, das ist nichts Langfristiges, du kannst das einlassen. Okay, dann habe ich noch aufgeschrieben, der bekannte Jojo-Effekt. Vielleicht willst du dazu was sagen, genau. Für diejenigen, also ich kenne ihn, okay, das ist der Effekt, dass man wieder zunimmt. Mhm. Warum, welche Gründe, wie vermeiden, also was zum Thema Jojo-Effekt? Ich versuche es jetzt ganz kurz zu halten, weil es ist wirklich ein Thema, das kann man ausweiten. Ganz kurz, ganz einfach. Der menschliche Organismus lernt bei einer Unterzufuhr an Nährstoffen, das heißt, wenn ich weniger zuführe, als mein Körper tatsächlich verbraucht, lernt er damit umzugehen. Das heißt, er programmiert sich zum Beispiel, anstatt mit 2000 Kalorien, mit 1500 zu haushalten. So, jetzt mache ich das 3 Wochen, habe einen Gewichtsverlust und sage nach 3 Wochen, hurra, ich sehe gut aus, jetzt nehme ich wieder mein normales Essverhalten auf.
habe wieder anstatt 1500 2500. Der Körper hat gelernt, mit diesen 1500 umzugehen. Dann sagt er, okay, die 1000 speichere ich mir ein. Und somit geht der Körper her und baut diese Fettmasse, was er vorher gehabt hat, wieder auf. Weil er sich mit der Fettmasse wohlfühlt, weil er sich damit geschützt fühlt. Mhm. Das ist ein Schutzmechanismus vom Körper, ganz einfach. Okay. Dann habe ich noch was aus dem Training selbst. Und zwar die Anzahl der Wiederholungen, beziehungsweise nennen wir es mal der Sätze. Macht es jetzt Sinn, eine Wiederholung zu machen oder einen Satz zu machen mit 50 Wiederholungen oder lieber drei Sätze a 15 Wiederholungen oder was gibt es da sowas? Da kann man auch das versuche ich wieder kurz zu halten, weil sonst flippt mein Personal Trainer immer wieder aus, wo alles genau sagen will, ganz einfach. Es kommt darauf an, was ich vorhabe. Bin ich jetzt, möchte ich Kraft aufbauen? Nehmen wir mal Gewichtsreduktion. Bei der Gewichtsreduktion sollte ich eher mit leichteren Gewichten und eher in höhere Wiederholungszahlen arbeiten. Und ganz wichtig, leicht oder schweres Gewicht, gleichmäßige Bewegungen, was die Geschwindigkeit anbetrifft, Time and Attention, nicht schnell, schnell, schnell trainieren, sondern bei der Gewichtsreduktion 40 bis 60 Sekunden. Aber mehr Wiederholung, mehr Sätze mit leichterem Gewicht. Perfekt, Kraftausdauertraining. Das heißt, wenn ich jetzt Muskelkraft aufbauen will, ich glaube, Mohamed Ali hat es mal gesagt, bei den Liegestütze, er macht 50, also wie viel kann er, er zählt ab, erst ab da, wo es nicht mehr geht und das sind die effektiven bei Kraft jetzt. Genau. Ist es so, dass man halt bis zu seinen Grenzen geht und dann, wenn es nicht mehr geht, so diese letzten, dass die am meisten bewirken später? Wenn dann immer noch der folgende Spruch gilt, Technik vor Last. Klar. Wenn ich sie irgendwie gerade so rauswürge, technisch bin ich völlig daneben, das macht keinen Sinn. Okay. Solange diese Bewegungen noch technisch sauber sind, dann ja, sind die letzten zwei, drei, die effektiv sind. Okay, also für Muskelaufbau jemand hinten dran stellen und dann schon, bis es fast nicht mehr geht, das kann man da schon machen. Ja, aber wirklich noch darauf achten. Derjenige, der trainiert, soll selber trainieren. Der andere hat die Finger wegzulassen. Der sichert ihn nur ab. Genau, absichern. Nicht dranfassen. Der muss es alles alleine machen. Okay. Und nicht bis zum Muskelversagen trainieren. Okay. Weil das ist Mist, weil dann ist der Muskel eh schon am Ende und du möchtest nochmal weitermachen. Das also kurz vor Muskelversagen. Perfekt. Und das ist die Kunst rauszufinden. Okay, alles klar. Und dazu muss man ab und zu auch mal versagen. Gut. Da habe ich noch zwei weitere Fragen und zwar Kalorien pro Tag. Ich bin jemand, der dann auch gerne mal Kalorien zählt. Ich habe jetzt mal so gerechnet, vielleicht so 1700 bis 2000 Kalorien pro Tag ist so mein Tagesbedarf. Kann man so sagen, das so viel Kalorien ist ein Kilo, kann man das grob sagen? Oder? Grundsätzlich, da muss ich ganz kurz aufklären. Und zwar bitte bei den meisten Menschen mal die Kalorien aus dem Kopf nehmen. Okay. Weil ganz einfach, wenn man Kalorien sagt, dann ist für dich das die Eiweißkalorie, die Fettkalorie und die Kohlenhydratkalorie gleich. Ja, ich gucke halt immer hinten drauf, wie viel Kalorien hat was und versuche mitzuzählen. Genau, aber das Problem ist halt, dann sind für dich zum Beispiel, wie ich vorher schon erklärt hatte, du kannst essen 2500 Kalorien in 80% zuckerlastigen Kohlenhydraten, 20% Protein, 10% Fett. Wenn du auf 100% kommst, wird es eng. Strukturierst es aber um und hast den größten Anteil Protein, 40%, 40% zum Beispiel an gesunden Fetten oder Mischung pflanzlich tierisches Fett und nur 20% Kohlenhydrate, Energieträger, dann hast du auf einmal schon eine Gewichtsabnahme. Okay, das bedeutet, wir können mal zusammenfassend sagen, die Kalorien allein machen es gar nicht so aus, sondern es geht auch um Kohlenhydrate, Eiweiß und so weiter. Wann esse ich was, in welcher Menge esse ich das? Das heißt, damit sollte man sich auch beschäftigen, nicht nur Kalorien zählen, weil sonst kommt ja auch das Gleiche. Ich nehme Cola Light und freue mich, hey, keine Kalorien, also kann ich eine Cola Light nach dem nächsten trinken. Richtig. Aber weil Zucker... Ja, da ist gar kein Zucker drin im Coca-Cola Light. Ist da gar kein Zucker. Aber das Problem ist halt, da ist ein chemischer Stoff drin. Da ist halt die Frage, was passiert mit dem Körper. Also aber Wasser. Wasser. Aus was besteht der menschliche Körper? Wasser, H2O, und zwar 60-70%. Das ist das, was wir brauchen. Alles andere ist Luxus. Kann man ja mal machen, ist kein Problem. Ich kann auch mal tatsächlich ein normales Cola trinken. Einmal. Ist ja kein Problem. Ich kann auch mal ein Glas Wein trinken. Wo ist das Problem? Aber im Grunde genommen hauptsächlich eben mit den Nährstoffen sich versorgen, was der Körper tatsächlich braucht. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf. Und ich hoffe, du lieferst eine Antwort, wo viele jetzt vorm Rechner sitzen und denken, Gott sei Dank. Und zwar, jetzt isst man gern Spaghetti. Mhm. Oder man isst jetzt halt mal gern Pommes. Ja. Ja? Man will ja jetzt nicht sein Leben lang auf dieses Essen verzichten. Gut, Fleischkäsebrötchen ist jetzt das obere Limit, aber man will es halt auch irgendwann mal wieder fühlen, schmecken. Wann darf ich jetzt auch mal Spaghetti, wann darf ich auch mal Kopf frei haben und nicht nachdenken? Also ich, angenommen, du musst mir jetzt eine Antwort geben, wann du es mir erlauben würdest. Wann würdest du sagen, Kelvin, wenn es unbedingt sein muss? Ich stelle dir jetzt eine Gegenfrage. Wann war dieser Tag früher?
Sonntags. Ganz oft eigentlich, ja. Wenn man, sonntags. Genau, wenn man halt, oder Weihnachten, da schlägt man ja genau, zu. Genau, da kann man ja auch. Da ist ja auch mal eben, der Anlass dazu da. Und genauso mal sonntags. Sonntags gab es früher Kuchen. Mhm. Sonntags, heute gibt es jeden Tag. Heute gibt es jeden Tag Eis, heute gibt es jeden Tag Süßigkeiten. Also heute gibt es jeden Tag. An einem Sonntag, dann nach Möglichkeit mittags? Mittags zum Beispiel. In aller Ruhe, in der Gemeinschaft. Man hat Zeit, man hat Ruhe und isst mit seinen Geliebsten außen rum. Und da kann man solche Sachen essen. Da ist es alles okay. Kann man es vielleicht mit einem kleinen Trick reduzieren? Ich habe mal gehört, viel Wasser trinken vorher, viel trinken. Klar. Dass man dann nicht langsam essen? Langsam essen, in Ruhe essen, richtig kauen, nicht rein und schlingen und würgen. Also schlingen, würgen machen wir danach. So, dass man vielleicht nicht so viel isst. Ne? Genau, richtig. Und schön langsam essen. Und dann kommt der Sättigungsgrad viel, viel früher. Okay. Und natürlich auch trinken dazu, aber nicht zu viel beim Essen trinken, weil sonst ist der Verdauungstrakt etwas gestört, wenn zu viel Wasser drin ist. Weil dann werden die Sachen nicht richtig verdaut. Okay. Ja, also im Grunde genommen, man sollte erstens mal gesund essen, zweitens sehr regelmäßig essen, keine Mahlzeiten ausfallen lassen. Okay. Und natürlich ganz wichtig, was ich immer darauf hinweise, ist sogenanntes Präventivessen. Das heißt? Präventivessen heißt, auf meinen Plan gucken und drauf sehen, Mittag um 13 Uhr habe ich einen Termin. Wenn ich um 12.30 Uhr esse, dann komme ich erstmal um 16 Uhr das erste Mal wieder zum Essen. Ah. Dann verschiebt sich da nochmal. Okay, dann komme ich im Heißhunger nach Hause, reiß den Kühlschrank auf und stopfen wir da alles rein, was ich nicht essen sollte. Okay, verstehe. Das wäre schon mal ganz wichtig. Gut, ich denke mal, wir haben einiges gehört jetzt. Wir werden jetzt mal essen und melden uns dann nochmal nach dem Essen mit einer kurzen Abmoderation, wo wir euch noch ein paar Dinge sagen, zusammenfassend zu dieser Serie. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, genau, Prost. Ja. Mit Wasser. Und jetzt hauen wir gleich die Burger rein. Solche Dinger. Ich bin gespannt. Die sind so groß. So, wir haben jetzt richtig gut gegessen und ich muss ganz ehrlich sagen, Andreas, ich habe schon lange nicht mehr so viel gegessen, bis zu dieser Uhrzeit, jetzt, wir haben jetzt gerade mal 2:30. Das war beeindruckend, also ich habe einiges gelernt. Jetzt haben wir aber ganz am Ende noch ein paar Worte an euch und zwar eine Bitte. Seht jetzt bitte nicht, legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Ne? Also wir haben auch gerade beim Trainingspart ein bisschen Spaß auch gemacht, genau. Vielleicht so ein bisschen durcheinander. Wir haben auch einige Übungen weggelassen, gerade der Bauch wurde nicht trainiert. Das hat mit der Produktion was zu tun. Ne? Wir mussten mal schauen, wo können wir hin und so weiter. Deswegen bitte nehmt nicht alles so ganz genau. Du hast ja schon gesagt, jeder Mensch ist anders, ne? Und auf jeden Mensch passt vielleicht ein anderes Programm. Richtig, einmal das und zweitens natürlich auch, man könnte natürlich auch das Ganze bis zum wissenschaftlichen Erbrechen machen, ja. Aber dann ist es für die meisten eh nur langweilig. Wir haben auch ein bisschen Entertainment gemacht, ein bisschen Spaß dabei gehabt. Ja. Sollte man natürlich auch haben bei der ganzen Geschichte. Aber wie Kelvin schon gesagt hat, klar gehören noch einige andere Dinge dazu, auch von der Erklärung. Da kann man wirklich detailliert ins wissensgleiche Detail gehen, aber dafür gibt es mein YouTube-Kanal. Eben, da ist so eine hohe Frequenz, genau. Da sind so viele Tipps. Wenn euch das Thema weiter interessiert, einfach weiter folgen. Ich habe auf jeden Fall für mich jetzt einen Plan. Ne? Wir haben einen Plan zusammen entwickelt. Das heißt, mit mir geht es jetzt weiter und ich werde jetzt versuchen, das alles umzusetzen. Und dann schauen wir einfach mal. Ich meine, als treuer Blogleser werdet ihr das mit Sicherheit mitbekommen. Und ich hoffe auch irgendwann mal optisch. Ne? Und ich habe da noch was für euch. Mein Kelvin hat ja sehr viele Fans und somit sind ja auch sehr viele Fans unterwegs. Und wenn ihr einen Kelvin seht und ihr seht, dass der einen Fleischkäseweg in der Hand hat. Oder einen Kinderriegel. Wobei Kinderriegel lutschen. Du hast lutschen. Ja, aber nur lutschen. Ja. Vorher einen Kühlschrank werfen, dass er richtig eiskalt ist, dann darf man lutschen. Und zwar langsam lutschen. Das hättest du nicht sagen sollen. Die passen auf, das glaubst du, auf jedem Event. Wenn ihr seht, dass der einen Fleisch, sofort Meldung an mich, dann gibt es aber direkt 10 Stunden 1:1 Personal Training. Und zwar Kelvin in Gummistiefel und Stringtanker und ich mit der Peitsche. Ach du Scheiße. Das filmen also, wir aber dann nicht. Okay, alles klar. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt bald wieder.